Gut, dann machen wir das. 55. Also jetzt waren 7. Ich höre dich, Erde. Ah, hallo. Oh, Mr. Fackel, Fackel. Huch, ist ah, dunkel hier. Ja. Jetzt fließt das Wasser immer noch? Nein, jetzt nicht. Warte. Zack. Und lö. Zack? Nee. Lö, zack, hier. Okay. Warte, wo hast du dich hochgebaut? Hier. Genau hier? Ja, genau unter der Fackel. Okay. Was ein Zufall. Nee, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das ist ja zugemacht. Da, oder? Da, wo es... Da, wo es tropft, ne? Ja, genau, da, wo es tropft. Okay, das heißt ab hier, warte, setz mal hier mal in so einen Block provisorisch. Ist das hier? Ja. Ja. Ab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, jetzt passt. 8 haben wir schon mal. Das heißt noch nach Adam Riese, Math Error. Zeig mir wieder ein falsches Ergebnis an. Mensch, was soll das? Also Q47, ne? Okay. Ich habe einen Map-Bug. Bis gleich. Tschüss. Ja, dann bau du dich schon mal ein bisschen vor. Oder genau, mach hier sauber und Papa setzt clean, ne? Ja. Ja, Papa clean. Ja. Was? Ah. Wüt, der Kleine. Aber auch ich müsste mir mal Cleanie besorgen wieder. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. 39 noch. Dog. Hund? Ja, wenn nicht, machen wir jetzt erstmal weiter. Okay. Und, kümmern uns dann ums Auskleiden. Genau. Aber was ich noch habe, verbrauche ich auf alle Fälle. Ja, würde ich auch. Beweg dich so. Beweg dich so? Genau, beweg dich. Bück dich hoch, ja. Eisen. Eisen sollen wir auch mitnehmen. Mhm. Denn wir brauchen genug für die Schienen. Hallo. Hast du jetzt Cleanstoff verschwendet? Nee. Aua. Ja, das ist die Strafe. Ja, und wieso das Ganze? Nur wegen des Eisens. Was wir für Charlie Sheen brauchen. Hä? Hast du doch gesagt, dass wir brauchen es für Sheen. Oh. Oh. Ja, hab heute wieder meinen lustigen. Ja. Hall, 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 hall. Ja, so nach dem Motto, ne? Guck mal, ich baue mal das Eisen ab für Charlie, ne? Ja, mach mal für Charlie. Ich setz mal eine Fackel. Nein. Nimm doch auf. Da steht zwar eine Fackel, aber heller ist es trotzdem nicht. So, jetzt. Boah, Fackeln bringen einfach so viel weniger als dieses Lightstone, Glowstone. Ist so, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich hau jetzt ab. Was machst du denn? Ich guck nochmal, ob das überhaupt die richtige Richtung ist. Clear. Wo sind wir? Ach krass, wir sind voll in die falsche Richtung, sagen wir mal. Wir gehen in die falsche? Ja, warte mal, jetzt von hier aus, ne, wo ich hochgebaut habe. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also sagen wir mal 11 nach vorne. Nach vorne. Und dann noch. Nach rechts. Okay. Nach warte, ich bin rechts. Jetzt... Das alte, wo du dich hochgebaut hast, oder das jetzt? Das jetzt. Jetzt noch 11 okay. Nach vorne und dann nach rechts. 3, 3, okay. Guck mal, hier schneid's rein. Ist das nicht schön? 5. Ja. 6. 7. Ja, ja, schön. 8. 9. 10. Vergessen. 11. Was kommt noch 10?
Ist es richtig? Warte. Warte, wir müssen genau hier vor Madbug stehen. Ja, ist richtig. Yay! Ich kann zählen, ich kann zählen. Ich kann zählen. Oh, und er ist Schnarrheit. Und ich komme in Weihnachtsstimmung. Bisschen früh, ne? Ja, Juli. Geht. So, weg hier mit dem Drag. Ja, geil. So, ich setze dann schon mal wieder einen Fackel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da genau, wo du stehst. Hier regnet es jetzt, oder was? Ja? Jo. Also bei mir hier den MacBook halt, ne? Mhm. Ich lege den MacBook schön frei. Und beim 11. nach, was war's, rechts oder links? Warte, hier dann, warte, ich muss mich eh noch kurz recht. Aus dem Dams Eis ziehen. Für Charlie Sheen, hal. Und da jetzt weiter? Ja, aber hier wollte ich dann noch, warte mal, ich muss mich jetzt eh. Hm? Images of Map Barks. Ich bin eins zu früh reingegangen. Mein Inventory ist gleich voll. Schade. Ja. Hier muss dann noch zu, wenn du noch hast. Die rechte Seite, oder was? Ja. Die rechte Seite! Ah. Nee, nicht so viel. Nicht. Nein, du sollst ja hier machen. Hier gehen wir dann rein. Ich hab da aus Versehen 4 breit gemacht. Also hier nur zu? Genau. Ach so, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich weiß. Okay, dann let's geh rein und so, ne? Hm, ja klar, ist wichtig. Was? Was? Könntest du aufhören, Yoga nachzumachen? Der gehört nur ins FIFA-Let's Play. Genau. Und ich gehöre nirgendwo rein. Verschossen. Hast du Alien schießen lassen? Ja. Wie immer. Der verschießt ja immer. Der verschießt sogar frei. Robin! Vorbei! Oh. Da habe ich aus Versehen den Boden weggemacht. Oh. Da habe ich aus Versehen die Decke weggemacht. Aber wo wir schon bei Robben waren... kommen wir doch gleich geschwind zum nächsten Thema. Und zwar hat jetzt die FIFA offiziell bestätigt, dass die Torcam eingeführt wird ab dem Confed Cup im nächsten Jahr. Was sagst du zu der Entscheidung? Also ich glaube mal, dass sie nach dieser fragwürdigen Linienrichterentscheidung bei der EM gesagt haben, ja, jetzt machen wir das mal. Ja, aber auch zu Recht. So eine Vermutung, aber denn, ja, was denkst du davon? Ja, es ist einfach mal wichtig jetzt, vor allem, wenn man jetzt mal summieren würde, ne? Mhm. Wie viele Tore nicht gegeben werden, beziehungsweise gegeben werden. Die nicht drin waren, beziehungsweise drin waren. Genau. Also ja. Ich finde, die Entscheidung an sich ist korrekt. Mhm. Das ist korrekt! Ja. Denn so weiß man, wie es ist, dass keine Mannschaft jetzt unfair behandelt wird. Klar, genau. Refs machen weiterhin Fehler, Abseitsentscheidungen, Elfmeterentscheidungen, aber so die wichtigen Sachen, jetzt nehmen wir halt mal die Ukraine gegen Dingens. Schweden, glaube ich. Nee, war das Schweden? Nee, England. Genau, nicht England war es, ja. So, und sowas, das hätte einfach aufgebaut auch. Mhm. Ne? Wer weiß, wie dann das Spiel ausgegangen wäre, ne? Richtig. Wenn er drin gewesen wäre. Vielleicht wäre die Ukraine dann sogar ins Halbfinale gekommen. Ja, richtig, oder wäre Europameister geworden. Ja, ist so. Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Eben. Das sind alles so kleine Entscheidungen, die das beeinflussen. Also auf alle Fälle bin ich auch dafür. Ich finde es gut, dass sie es durchgesetzt haben. Die UEFA würde ja weiterhin auf die Linienrechte setzen. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Aber okay. Ja, aber Platini ist eh völlig nicht ganz normal im Hirn. Darauf kommen wir aber noch. Da habe ich auch noch ein Thema. Aber ansonsten ist die Entscheidung völlig richtig. Nur, man sollte jetzt auch aufpassen, den Fußball nicht zu sehr zu technisieren und zum Beispiel zu sagen, ja, Abseitsentscheidungen müssen auch jetzt per Kamera entschieden werden, weil dann läuft ein Spiel mal schnell 5 Stunden gefühlt. Ja, wenn da jeder winkt, ja, hier, ich will die Wiederholung sehen. Deshalb finde ich das mit Tor absolut richtig und das kann man machen, ohne dass der Fußball darunter leidet. Wie verhält sich das jetzt eigentlich? Also bei so fragwürdigen Entscheidungen wird dann halt gesagt, pass auf, wir schauen uns die Wiederholung jetzt an, oder was? Ganz genau, ja.
wenn es eben unklar war. Und ich denke, da werden eben, darunter wird das Spiel nicht leiden. Da werden auch nicht häufig Kameraeinstellungen oder Wiederholungen gezeigt werden, weil es eben halt nicht so häufig passiert, so ein Wembley-Tor, sage ich mal. Ne? Hm. Aber bei Abseitsentscheidungen wäre das schon krass, weil da kann ja fast jeder winken. Hier, ich habe Abseits gesehen und dann müssten sie theoretisch die Cam anmachen und da könnte ja ein Fußballspiel 5000 Stunden dauern, gefühlt. Was mit dem DFB, führen die das ein? Der DFB? Mhm. Ist das nicht jetzt freigestellt, ob jetzt die einzelnen Fußballverbände das auch einführen wollen? Da der DFB der UEFA unterliegt, glaube ich, darf er das nicht. Ah. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir jetzt bei Confed Cup, WEM und so weiter diese Torcams sehen. Das habe ich auch. Warte mal, wer war denn nochmal beim Confed Cup alles dabei? Ich habe das vergessen. Da war doch irgendwie... Confed Cup ist immer Weltmeister, ja. dann halt die amtierenden Meister der Kontinente und der Gastgeber. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, jetzt der nächste Confed Cup müsste dann also sein Brasilien, weil Gastgeber, Weltmeister, also Spanien. Genau. Ja. Und dann der Meister dann halt, der Kontinente. Genau, Asienmeister, Afrikameister, Südamerikameister, also Nord-Mittelamerikameister. Europameister, ne? Genau, Europameister wird dann allerdings der Zweite. Das heißt, Italien ist automatisch dabei, weil ihr Spanien nicht das Ding wieder geholt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da wird eben die Torcam dann endlich auch eingeführt. Völlig richtig, ich finde. Wurde auch irgendwo Zeit. Zeit, sagt er. Wir philosophieren gestochen scharf, indem ich Zeit sage. Hammer. Ja, und wie gesagt, die UEFA macht's nicht, was ich Schwachsinn finde. Und da eben mal angeknüpft, Michel Platini, unser lieber UEFA-Präsident, ne? Ja. Ändert ab 2016 das Konzept der EM, indem er 6 Gruppen spielen lässt und die 4 besten Drittplatzierten kommen weiter. Was hältst du von diesem System? Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also das ist natürlich völliger Schwachsinn. Mhm. Entweder spielt er dann komplett mit 8 Gruppen, oder eben weiter mit 4, ganz genau. Denn ja, das mit den Drittplatzierten, dann kannst du auch fast jeden weiterkommen lassen, weißt du? Eben. Vor allem, wie soll die Quali aussehen? Du hast 51 Länder, die sich qualifizieren wollen und 24, glaube ich, kommen durch. Also das ist ja auch quasi keine wirkliche Aussortierung mehr. Nö, die Hälfte, die Hälfte kommt rein. Die Hälfte kommt rein, eben. Gut, wir sind natürlich in kleinen Ländern und so weiter, aber ich denke nicht, dass das so wirklich Sinn macht, wenn du nur 51 Länder hier zur Auswahl hast, sozusagen. Mhm. Bei der WM macht das natürlich Sinn. Da sind sie fast gefühlt noch zu wenige, nur die können auch eine WM nicht 2 Monate austragen, indem sie sagen, ja hier, wir machen 16 Gruppen. Ja, vor allem, weil dann, ich finde persönlich die Pause, ich finde die Pausen bei der WM generell schon sehr groß. Ja. Jetzt zwischen den Spielen, jetzt für mich als Zuschauer, ne? Mhm. Und wenn du dann jetzt noch mehr Gruppen bei der WM machst, ich finde die WM wird ja auch davon getragen, also diese vielen Spiele auf kurzem Zeitraum. Weil du da nämlich siehst so, wer hält's nicht aus als Spieler oder als Mannschaft generell von der Kondition. Ganz genau. Und wer schafft so, aber wenn du dann natürlich so, ich sag mal wie bei Bundesliga, alle 7 Tage ein Spiel hast, weil du 16 Gruppen hast, dann, wie schon gesagt, hast du 5 Monate WM. Ja, eben. Dann leiden natürlich die Bundesliga-Vereine wieder, die Spieler haben weniger Urlaub, bla bla bla, das sind alles so Komponenten. Aber um wieder auf Platinis Verrücktheit zurückzukommen, also das System der EM ist schon ein bisschen komisch, was da jetzt neu eingeführt wird. Und was noch komischer ist, der Mann sagt, ab 2020 soll es keine Gastgeberländer mehr geben, sondern die EM soll in 12 verschiedenen Stadien stattfinden und damit auch in 12 verschiedenen Ländern. Gut, er argumentiert ja damit, dass diese Reisen jetzt nicht mehr so anstrengend sind wie damals. Mhm.